Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Die letzte Kiste, die je erscheinen wird, ist heute erschienen, ist vorhin geschienen. Wir haben jetzt 19 und 20, 20 Minuten habe ich gebraucht, wir haben 10 Kisten zusammen. Ich habe noch nicht reingeschaut in die Kiste. Das ist die letzte Kiste, in die wir halt reinschauen, die wir nicht kennen. Denn ab Dezember gibt es halt keine Crates mehr, da werden die ersetzt durch Blaupausen. Dazu habe ich auch ein Video hochgeladen, könnt ihr gerne nachschauen. Wir gucken jetzt rein. Da wollen wahrscheinlich aussehen, was drin ist, weil die Kiste ist noch nicht so lange da. Das ist das erste, okay. Ein Banner. Dominos Aufkleber. Octane Aufkleber. Kann ich das hier? Wie kann ich das hier drehen? Ich mache das mit Controller. Räder. Der Fennec Aufkleber. Die Picket Räder. Tron, irgendwas kann ich nicht aussprechen. Scheiße. Spricht das Tronkion? Tronkrunchion? Keine Ahnung. Junge, wie soll man denn das? Oh mein Gott, das sieht geil aus. Das sieht, Alter, das sieht heftig aus. Der Sentinel, der hat Hitbox vom Mantis und vom Batmobile. So ist die Hitbox von dem, habe ich gesehen, heute noch. Von, ich weiß nicht von wem, Devin oder so, von Psyonix. Der ist geschrieben, was ist der, ein Boost? Noch mehr Räder. Ich denke, die gibt es schon auf Special Edition und die Neo-Yo. Okay. Ah, hier noch. Oh mein Gott, sind die eklig aus. Wie die wohl in gefärbt dann aussehen. Zersplittert. Ist jetzt auf Deutsch gestellt. Es tut mir leid, dass es auf Deutsch ist. Es heulen immer welche rum. Das ist auf Deutsch. Auf Deutsch ist so hässlich. Ich hab's nicht auf Englisch gestellt. Ich bin zu faul. Intrudium kennen wir natürlich. Schade, das sind keine neuen. Das ist die neue Glow Explosion. Und Glow. Oh mein Gott, das sieht irgendwie krank aus. Irgendwie aus wie Heatwave komplett auf Crack. Okay, finde ich schade, dass als letzte Kiste hier nicht noch komplett neue Sachen drin sind, wisst ihr? Dass hier nochmal recycelt wird halt. Aber naja, so ist es. Dankeschön an alle, die da sind. Dankeschön an die, die auf meiner Reise durch die Crates, ne, dabei waren. Weil Crate Openings waren halt einfach, auch wenn es in letzter Zeit nicht so oft mehr Crate Openings gab, aber Crate Openings waren einfach ein großer Bestand auf diesem Kanal. Und Dankeschön für jeden, der auf dieser Reise halt dabei war, so, der reingekommen ist in Crate Openings, der damals schon bei den Impact Crate Openings, sag ich mal, dabei war, wo es so richtig angefangen hat, der Kanal, wo der richtig angefangen hat, hochzugehen. Und jetzt ist halt langsam, ist jetzt ein bisschen Pause, aber ich appreciate trotzdem mal jeden, der da ist, der seit über einem Jahr schon am Start ist, seit 2 Jahren teilweise schon am Start ist. Dankeschön an euch. Wir öffnen die Kiste, ist ein kurzes Opening. Aber ich hoffe ein gutes. Scheiße. Okay, fängt schon mal, aber es ist ein Octane-Aufkleber. Ich erwarte nicht viel an der Stelle, öffnet keine Kisten, es lohnt sich nicht, ihr kriegt da nichts raus, das sage ich jedes Mal. Ihr könnt bald keine Kisten mehr öffnen. Ist vielleicht auch besser so. Das neue System wird bestimmt auch ganz cool werden. Viele sind da ein bisschen, ne, von wegen, oh, Blaupausen, das hört sich nicht so gut an, aber ich glaube, das wird ganz cool. Ein Fennec-Aufkleber. Und an der Stelle, es werden auch Trade-Ups rausgenommen, das heißt, wenn ihr Trade-Ups machen könnt, macht die so schnell wie möglich, also vor Dezember halt, ihr habt dann noch ein bisschen Zeit. Wobei ich spekuliere auch, dass vielleicht, bevor die Kisten ganz rauskommen, deswegen öffnen keine Kisten, bevor die Kisten ganz rauskommen, dass vielleicht noch ein Double Painted Event kommt. Könnte ich mir vorstellen. Alles andere wäre ziemlich dumm, wenn die das nicht machen würden. Deswegen, vielleicht wartet ihr noch ein bisschen drauf, bis dann Double Painted angekündigt wird. 4 Aufkleber jetzt. Autschi, Alter. Ich habe auf diesem Account kein Glück, was Kisten... Ich habe generell kein Glück, was Kisten angeht. Er öffnet keine Kisten, es lohnt sich nicht, ihr seht es. Oh, okay. Ein Very Rare, die Tronkion, die Tranchin, die Crunchy-Träder. Sehen eigentlich ganz cool aus. Obwohl das Profil, ja. Ah. Irgendwas in Painted oder so, irgendwas, was man so fahren würde oder sowas. Very Rare, guck mal, es steigert sich. Ja, Mann, geil, sag ich doch. Genau das. Hä, ich hab angelegt. Genau das würde ich fahren, danke, Mann. Ich gehe jetzt hier drauf, ich kriege jetzt die in Painted. In Weiß. Weil ich bin's halt einfach. Black Market! Was? Ich hab so Gänsehaut, ne? Ich hab Gänsehaut des Todes, was? Einfach das neue Black Market gekommen. Es ist mir scheißegal, dass es nicht Painted ist. Es ist das neue Black Market. Das letzte neue Black Market, was kommen wird. Ich krieg es. Also, ne, schwarz. Also, Explosion. Junge.
Bruder, ich komme nicht fit. Was ist die wert? Was denkt ihr, was die wert ist? Ich habe keine Ahnung. Ich verkaufe die gleich direkt. So schnell ich kann. Ja, ist egal, Junge. Gib doch. Gib doch einfach Räder. Oh, das sind seltene Räder. War auch nicht schon lange nicht mehr. Black Market bekommen. Ich dachte, lila, alter, rare. Ich habe so lange kein Black Market mehr gezogen. Junge, ich würde mir gerne meine Reaction gleich nochmal angucken, ehrlich gesagt. Jungs, ich bin durch. Also, letzte Kiste jetzt wird jetzt, ja, rare drin sein. Wir machen noch einen Trade-Up über. Wir machen dann noch das Trade-Up. Ich könnte jetzt auch warten, so, ne, bis Double Paint kommt. Das ist ganz cool. Und wir haben das Black Market bekommen aus der Kiste. Wir traden alles hoch. Ne, Shop. Die traden wir hoch. Die werde ich niemals benutzen. Und die Trunken irgendwas in Rot. Junge. Geht's euch gut? Die neue Explosion. Und Very Rare Räder in Rot. Trunkion bei T. Was ist schlicht? Ist jetzt nicht so meins, aber ist schlicht. Kann man mitleben. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich, keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Wir vergrößern die Räder hier. Die Gold Explosion werde ich verkaufen und davon dann vielleicht die nächsten Credit Openings finanzieren. Aber die Räder, die hauen wir auf jeden Fall raus. Da, ne, die könnt ihr haben. So, dafür, dass ihr am Start wart. Schreibt runter Hashtag Luck. Ihr könnt Luck auch falsch schreiben. Ihr könnt das auch L-A-C-K schreiben oder, ne? Schreibt einfach Hashtag Luck drunter. Wichtig ist, PC-Spieler können diesmal nur gewinnen. Ich bin am PC gewechselt. Also, das geht an die Steam-Spieler. Ja? Ihr habt diesmal jetzt die Karte gezogen. Die Glückskarte gezogen. Wie auch immer. Dankeschön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Grinden. Viel Spaß mit den letzten Crate Openings, die ihr machen könnt. Aber wie gesagt, öffnet keine Kisten und haut rein. Tschüss.